Hallo zusammen bei Saletto.ch, deinem ergonomischen Online-Shops für die Schweiz. Heute möchte ich dir eine weitere Computermaus vorstellen, die HE von Ergo. Die kommt aus Holland. Eine tolle, kleine, praktische Maus, um allenfalls Handschmerzprobleme zu lösen oder eine ergonomischere Haltung beim Arbeiten in der Computerarbeit zu ermöglichen. Ist ganz einfach erklärt, funktioniert mit Wireless-Technologie, gibt es für Mac, Windows und Linux, funktioniert überall gleich. Ihr habt klassisch den Linksklick, den Rechtsklick, gibt es natürlich auch in einer Linkshänder-Ausführung. Das Scrollwheel haben wir hier, dann haben wir Vor- und Zurück-Tastaturen, um schneller agieren zu können, damit ihr nicht immer im Browser klicken müsst mit der Linkstaste, könnt ihr gleich Vor- und Zurück. Ihr habt den Einschalter und den Connector, damit die Maus sich mit dem Computer verbindet. Viel dazu gibt es eigentlich nicht zu sagen. Hier habe ich mal ein bisschen weniger Freiraum, wie zum Beispiel mit anderen Mäusen, wo die Hand komplett auf der Maus aufliegt. Hier kann ich die Maus eigentlich aus dem Handgelenk heraus bedienen. Das ist unter Umständen sehr praktisch, wenn man wenig Platz hat. Was ich toll finde bei dieser Maus ist dieser Grip zum Beispiel hier. Das heißt, ich habe hier immer genügend Grifffestigkeit mit dem Daumen, dass mir die Maus auch nicht weg verschwindet. Ich finde sie praktisch und klein, sehr, sehr handlich. Es fühlt sich sehr angenehm an. Auch die Materialien fühlen sich sehr hochwertig an. Und sie ist extrem leicht. Das finde ich noch praktisch. Viele Mäuse, die ich schon getestet habe, waren extrem schwer, wenn sie als ergonomische Mäuse bezeichnet wurden. Und die ist sehr, sehr leicht und klein. Und ich finde das ein tolles, kleines Produkt. Probiert es doch mal aus, guckt es euch an auf solergo.ch im Onlineshop unter ergonomischen Computermäusen. Dort findet ihr diese Variante in Wireless-Technologie für Links- und für Rechtshänder. Würde mich freuen, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ungeniert in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit der Maus.